Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Zoom-Video. Ich kann noch immer nicht mit dem Handy längere Videos machen, darum bin ich derzeit auf Zoom umgestiegen. Nehmt die Kopfhörer, dann hört ihr es akustisch besser. Ich will aber nicht lange rumlabern, sondern ich will gleich in eine vielfach angefragte Simulation einsteigen, um dir wieder konkret was zu bieten, wie Psychotherapie funktioniert. Und diesmal geht es um die negative Übertragung. Stell dir vor, es ist eine Psychotherapiesitzung und hier sitzt dann die Klientin. Ich werde dann in die Rolle der Klientin auch gehen. Also es ist eine Psychotherapiesitzung und die Klientin hat eine Negativübertragung auf ihre Therapeutin, soll heißen, die Therapeutin kann tun, was sie will. Die Klientin wird das immer abwerten, wird sich immer angegriffen und missverstanden fühlen, weil sie einfach immer ein Feindbild im Außen sieht. Aber jetzt gehen wir gleich zur Simulation. Los geht's. Ich freue mich auch, wenn du ein kostenloses Abo dalässt und wenn du dann in die Kommentare schreiben magst, was du von dieser Simulation hältst und ob du was Ähnliches schon mal gehört, gesehen, selbst erlebt hast. Los geht's. Ich bin jetzt in der Position der Therapeutin. Ja, stimmt, wir sind ungefähr gleich alt. Da haben Sie recht. Genau. Ja, wir haben auch sonst Gemeinsamkeiten, meinen Sie? Ja, aber es geht jetzt in der Psychotherapie, habe ich Ihnen ja schon gesagt, nicht um mich, sondern es soll ja für Sie den Raum freigeben, damit Sie auch lernen, trainieren können, wie das ist, wenn man sich selber mal wichtiger nimmt. Also ich will jetzt nicht diesen Raum hier mit meinen biografischen Daten füllen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie das interessiert. Und ja, das ist Ihr Raum. Erzählen Sie mir, was so in Ihnen vorgeht. Ich nehme an, Sie haben ja jetzt schon das Vertrauen gefasst. Wir haben jetzt die fünfte Sitzung, ne? Ja, was in mir vorgeht. Ich finde es halt irgendwie blöd, dass Sie gesagt haben zu mir, ich darf Ihnen zwischen den Sitzungen schreiben und dann mache ich das und dann kommt nie was zurück. Daran merke ich, dass es eigentlich ein totales Desinteresse ist und dass sie das halt so hingesagt haben und sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern können, weil sie ja auch so zugebucht sind. Das verabsäumen sie ja auch nie zu sagen. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt so raussprudle, aber sie haben doch gesagt, ich soll mir den Raum nehmen und sie haben doch gesagt, ich soll alles sagen, was ich so empfinde. Und ich empfinde das halt auch so, dass sie mir viel versprechen und nichts davon. Oder sagen wir mal, so wenig davon einhalten und dass sie halt auch das Gefühl wahrscheinlich haben, sie sind die Kluge, ne? Und das ist so ihr Ding. Und wenn ich mir einen Raum nehme, schriftlich, dann ist es zu viel, ne? Ich glaube, wir sollten einfach mal definieren, ob sie jetzt lieber schriftlich zum Ausdruck bringen, was sie möchten. In der letzten Sitzung haben sie ja gar nichts gesprochen, ne? Da waren Sie mehr oder weniger stumm. Was heißt das stumm? Ich meine, wollen Sie mir jetzt vorwerfen, dass ich einmal zu viel und einmal zu wenig mache? Kann ich es Ihnen nie recht machen? Bin ich immer diejenige, die ausgegrenzt wird? Ist das mein Leben lang so? Hier auch noch? Machen Sie sich heimlich lustig über mich? Ich denke mir mal, dass Sie sich heimlich lustig über mich machen. Einmal ist zu viel, dann ist es zu wenig. Nee, ich kann es ja, die Brigitte kann es ja nie recht machen, ne? So hat schon mein zweiter Mann immer zu mir gesagt, dass ich entweder zu viel rede oder zu wenig, zu viel lache oder zu wenig. Ich meine, soll ich jetzt verstummen und nur noch schreiben? Oder was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Brigitte, ich darf ja so sagen, kann es sein, dass Sie regelrecht auf der Lauer sind nach etwas, das Sie mir anlasten können und dabei gar nicht sehen, wie sehr ich mich auch um Sie bemühe? Ich habe Ihnen zum Beispiel gar nicht verrechnet, Ihre E-Mails gelesen zu haben. Und das soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, weil es war ja auch nicht zwischen uns vereinbart. Und Sie wissen, verrechnet wird nur, wenn etwas transparent gemacht wurde, also wenn das vorher abgesprochen wurde. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass ich das freiwillig gemacht habe, aus Wertschätzung Ihnen gegenüber.
Und einfach um ihnen zu zeigen, dass sie es mir wert sind, auch über die Sitzungen hinaus mich mit ihnen zu beschäftigen, sie zu fördern, fördern durch fordern. Und deswegen konfrontiere ich sie jetzt damit. Und das ist bitte nicht als Vorwurf gemeint. Nicht als Vorwurf gemeint, kommt aber genauso rüber. Sie haben ja leicht reden. Sie sind studiert, gebildet. Ich komme wahrscheinlich in Ihren Augen aus, wenn wir in New York wären, aus dem Bronx und so halt aus dem Plattenbau. Sie haben leicht reden und ein Almosen brauche ich nicht. Also was Sie sich da überhaupt einbilden, mir das vorzuwerfen, dass Sie da Zeit auf mich verschwenden oder an mich verschwenden, grammatikalisch korrekt, ne? Sie haben ja auch Germanistik studiert. Entschuldigung, dass ich mich wieder wie so ein Untermensch ausgedrückt habe, aber ich weiß, dass ich einer bin. Es ist mir schon bewusst, ne? Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ich wiederhole da was, ich wiederhole da alte Muster, dann kann ich kann es einfach nicht mehr hören. Sie sagen immer dasselbe zu mir, dass ich alte Muster wiederhole. Dabei sind Sie das. Sie und die anderen zwei Therapeutinnen, bei denen ich vor Ihnen war. Die waren genauso. Die waren zuerst nett und freundlich und irgendwann hatten sie mich bis da. Da wurde ich ihnen zu viel. Zuerst heißt es, nimm dir den Raum. Ach, Brigitte, nimm dir doch bitte den Raum. Und dann tue ich's und dann bin ich in der Therapeutenfalle. Ne? Und dann interessiert sich plötzlich kein Mensch mehr für mich, nicht mal ich selber. Weil dann kommt wieder mein Selbsthass. Ne? Dann habt ihr, was ihr wolltet. Ich liege dann wieder am Boden und ihr steigt drüber, ne? Mit euren hochhackigen Designerstiefletten oder was auch immer. Von Prada, ne? Haben sie besonders gern, habe ich gesehen. Das kann ja so ein Untermensch wie ich mir im Leben nicht leisten, habe ich mir ja auch nicht verdient, bin ja nicht studiert. Ne? Es soll nicht arrogant rüberkommen. Nee, kommt es auch nicht, überhaupt nicht. Ich kaufe Ihnen das komplett ab, dass Sie mich ja so wertschätzen. Am liebsten würden Sie mich adoptieren und mit nach Hause nehmen. Wissen Sie was? Verarschen Sie wen anderen. In 20 Minuten fliege ich ohnehin hier raus und ich weiß ganz genau, dass es wieder so ist, wie es immer war. Ich wurde immer rausgeschmissen, immer. Ich bin immer die, die rausfliegt. Es liegt an mir, es liegt nicht an euch. Ich habe, meine Lieben, das war ein Beispiel für eine negative Übertragung, weil mich viele gefragt haben. Diese Klientin denkt immer, dass sie verarscht wird. Diese Klientin ist einfach in diesem Denkmuster drinnen, dass man es nicht gut mit ihr meinen kann, weil sie, und das ist ja das Schlimme und Pathologische dran, tief im Inneren denkt und glaubt und überzeugt davon ist, dass sie es nicht anders verdient hat. Sie hat noch immer diese Glaubenssätze in sich schwelen, undercover vielleicht, also nicht bewusst, aber doch, dass es nicht wert ist, dass es wieder so kommt, wie es immer war, dass sie rausgeschmissen wird, dass die Psychotherapeutin es gar nicht ernst mit ihr meint, dass es alles nur fake ist. Und um sich vor Enttäuschung zu schützen, tritt diese Klientin und treten Klientinnen wie diese die Flucht nach vorne an und nehmen das Schlimmste vorweg, nämlich sie brechen dann irgendwann die Therapie ab oder führen sich so unmöglich auf, dass die Therapeutin tatsächlich Therapie abbrechen muss, weil sie es nervlich nicht mehr aushält. Kann ja auch mal sein, dass deine Therapeutin nicht mehr kann. Ja? Also mich würde interessieren, was du in diesem Fall der Therapeutin, aber auch der Klientin empfehlen würdest. Das wäre doch nochmal eine spannende Umfrage. Ich freue mich auf alle Fälle auf dich und sag bis gleich. Tschüss.